Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich wirklich sehr, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Dieses Video beinhaltet, dass ich hier dir meine Formel weitergebe, wie du meiner Meinung nach gut und schnell in Immobilien investieren kannst, ohne irgendwelche Probleme mit der Bank zu bekommen, dass sie zu dir sagen, dass du nicht mehr investieren kannst, dass du langsamer machen sollst. Also, wenn es dich interessiert, sei gespannt und ich hoffe, dass wir uns gleich nach dem Intro wiedersehen. Also, meine persönliche Formel, um schnell zu investieren und ja, nachhaltig zu investieren und einfach schneller voranzukommen. Also, das heißt, ich sage dir hier einfach nur, wie es bei uns war. Es gibt vielleicht auch noch andere Wege, aber ich denke und habe mir auch darüber Gedanken gemacht, wie kannst du schneller wachsen? Denn das ist oft eine Frage und deswegen habe ich gedacht, ich mache einmal ein Video dazu, damit es hier festgehalten wird. Also, ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass auf jeden Fall musst du natürlich, das will ich jetzt nicht aufziehen, du musst Wissen aneignen, das ist klar, das ist logisch, das will ich jetzt nicht zur Formel dazurechnen, das tue ich mal ausklammern. Wissen aneignen ist wichtig, denn ohne zu wissen, tust du nicht investieren, tust du nichts, ohne irgendwas zu ahnen oder zu wissen oder in die Richtung mal zu gehen, klar kannst du nichts machen, das ist eins, wo sicher ist. Darüber will ich gar nicht reden, also das ist logisches Denken, du musst dir Wissen aneignen. Aber danach ist es wichtig, erstens, meiner Meinung nach, gut verdienen. Also, was heißt gut verdienen? Das ist ja relativ. Also, die Banken wollen auf jeden Fall, dass du als Lediger, also wenn du nicht verheiratet bist, 2000 Euro netto plus hast. Also, mindestens 2000 Euro netto sollst du auf der Kante haben, damit du investieren kannst. Also, das ist schon mal wichtig. Wenn du jetzt verheiratet bist, dann brauchst du 2500 Euro netto, um zu investieren. Also du siehst schon, eine gewisse Anzahl von Menschen oder eine gewisse Gruppe fällt schon weg, um in das Immobilieninvestment zu starten. Du musst mindestens 2.000 bis 2500 Euro netto haben. Das ist das Erste. Das meine ich mit gut verdienen. Also du musst kein Millionär sein oder sonst noch irgendwas. Nein, überhaupt nicht. Also gut verdienen 2000 oder 2500 Euro als Verheirateter netto plus. Das ist Punkt Nummer 1. Ich werde 3 Punkte haben. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist wenig ausgeben. Also lebe niemals über deine Verhältnisse. Das ist überhaupt nicht gut. Du wirst es merken, sobald du bei der Bank bist, denn die fragen, was du an Einnahmen und was du an Ausgaben hast. Die fragen das nicht umsonst, denn die wissen, wie gesagt, Banken sind Experten, die wollen wissen, wie du aufgestellt bist, wie du mit Geld umgehen kannst. Kannst du gut mit Geld umgehen, kannst du nicht gut mit Geld umgehen? Und das ist sehr, sehr wichtig, denn wenn du nicht gut mit Geld umgehen kannst, dann kannst du auch nicht in Immobilien investieren. Da hast du keine gute Strategie, du weißt nicht, was du tust sozusagen und das ist halt überhaupt nicht gut. Und das, wenn du jetzt momentan nicht gut dastehst, egal bei welchem von den beiden Punkten, das kannst du auf jeden Fall schnell ändern. Da oben kannst du entweder dir Zusatzwissen aneignen, kannst einen Nebenjob annehmen, kannst die Abteilung wechseln, kannst die Firma wechseln, kannst den Job wechseln. Du kannst so viele Möglichkeiten. Im Sommer kannst du irgendwo nach Mallorca fliegen, um da Kellnern. Du kannst im Winter kannst du irgendwelche, da gibt's Ski-Partys, da kannst du auch Kellnern, da kannst du gutes Geld verdienen. Ist zwar auf eine gewisse kurze Zeit hart und dann kannst du aber viel damit anfangen. Du kannst Immobilien investieren, du kannst vieles damit machen. Und ich würde es dir empfehlen, wenn du noch nicht da bist, schau nach wie diese Möglichkeiten, die ich dir gerade eben genannt habe, schau um, dass du mehr Geld verdienst. Hier wenig ausgeben. Auch das kannst du ganz schnell ändern. Wie gesagt, wir hatten auch Schulden für eine Küche, für ein Auto, wir haben Schulden gemacht und das im fast mittleren fünfstelligen Bereich. Also wir waren über 20.000 Euro an Schulden, wo wir hatten und haben das dann durch unsere Einstellung, wo wir anders dann gedacht haben, unser Denken einfach anders bekommen haben, dann haben wir es komplett radikal geändert und das kannst du eben auch. Wie gesagt, wir waren auch in der Situation, für Auto, für Küche haben wir Schulden gemacht und
Wenn du in dieser Situation bist und auch andere Schulden hast oder sonst noch irgendwas, das kannst du rapide ändern. Du musst einfach einen Cut machen. Wenn du weißt, dass Vermögensaufbau für dich essentiell und wichtig ist, wenn du es wirklich wenn du weißt, warum du es tust, also dein Warum hast, dann gehst du auf jeden Fall ganz anders an die Sache ran und dann kannst du wirklich auch deine Einstellung wird sich ganz schnell ändern. Wenn du dein Warum hast, du willst frei sein, du willst mehr Geld verdienen, du willst das tun, was du immer tun willst, du willst dein Traumleben leben, dann musst du eben, das sind große Warums, also große Gründe, warum du das tust, dann fällt dir die Dinge viel einfacher. Also das heißt, dein Warum muss ganz groß sein. Und wie gesagt, mach keine Konsumschulden, das ist ein K.O.-Kriterium bei der Bank. Tu keine Autos finanzieren oder sonst irgendwas. Also lass den ganzen Blödsinn, denn es bringt dich überhaupt nicht weiter. Schau, dass du mit Geld umgehen kannst. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, ich habe einen Kurs, einen Online-Kurs über Geld, der heißt Geldmeisterkurs. Lerne Geld zu verstehen, um damit umzugehen. Der Link ist in der Videobeschreibung, wenn es dich interessiert. Da zeige ich dir, wie das funktioniert und wie man da andere Einstellungen zu Geld bekommt und wie man damit umgeht und wie man klug spart. Wie gesagt, wenn es dich interessiert, Link ist in der Videobeschreibung. Also, wenig ausgeben und der dritte Punkt, wie gesagt, drei Punkte. Klug investieren. Was heißt klug? Nie marktgerecht kaufen, auf jeden Fall nicht über Markt kaufen. Schau, dass du günstige Immobilien einkaufst. Wie, das ist eine andere Sache, das kann ich dir dann auch sagen, wie das funktioniert. Wenn du willst, auf meiner Akademie, matthias-klawiner-akademie.de, findest du ein Coaching mit mir. Wenn du willst, buche mich, dann sage ich dir, wie das funktioniert. Klug investieren heißt eben unter Markt einkaufen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn im Einkauf liegt der Gewinn. Kauf Potenzialimmobilien, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann wirklich, wenn du diese drei, das sind nur drei Dinge, wenn du diese beherzigst, dann kannst du wirklich schnell skalieren. Wir haben innerhalb von 2 Jahren ein Immobilienportfolio von 3 Millionen aufgebaut. 3 Millionen Euro. Und das, weil wir das gemacht haben. Diese drei Schritte, meiner Meinung nach sind es die drei Schritte. Es ist keine, ich habe so oder so nie mit einer Excel-Tabelle oder so gearbeitet, um Immobilien zu investieren. Wir haben schon viele Immobilien gekauft, aber wie gesagt, die drei Dinge sind meiner Meinung nach das, wenn du es hier oben einprägst, das kannst du wirklich, mach das dir mal hier wirklich rot. Das ist meine drei, das ist meine Formel, wie du schnell, einfach und klug Vermögen aufbauen willst, Immobilien kaufen willst und die Banken keinen Riegel vollstrecken, denn wie gesagt, wenn du günstig einkaufst, die Banken sehen dann dein System, macht alles Sinn und von daher alles wunderbar. Das würde ich dir sehr, sehr empfehlen, ganz einfach gehalten und von daher, wenn du mehr über mich wissen willst, dann kannst du gerne auf meine Akademie gehen, matthias-klawiner-akademie.de, da findest du alles über mich, da ist mein Blog, da sind meine Online-Kurse, da ist mein kostenloser Hörkurs, der Link ist übrigens auch in der Videobeschreibung unter diesem Video. Da gibt es einen kostenlosen, gratis Hörkurs für dich. Also du musst nichts sehen, du musst nur hören. Du kannst dann immer den nebenbei hören, 60 Minuten lang die 7 Fehler, wo du vermeiden sollst, wenn du als Anfänger in Immobilien investierst. Super Ding. Also ich habe mir wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht, habe mir Gedanken gemacht und dann habe ich ihn aufgenommen. 60 Minuten lang voller Content, damit du wirklich weißt, dass, wie gesagt, diese Fehler, wenn du die vermeidest, dann steht dir eigentlich sehr, sehr viel offen, denn diese Fehler haben wir oder andere gemacht, wir haben es gelernt und die sollst du einfach nicht machen. Würde ich dir sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten auch auf meiner Akademie sind alle Online-Kurse und Coaching kannst du mit mir buchen. Da gibt es verschiedene Modelle, klick dich mal durch. Du kannst da alles über mich erfahren. matthias-klawiner-akademie.de. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Gib gerne einen Daumen hoch. Deswegen, dann weiß ich dann, dass es dir gefallen hat. Würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du ein Abo da lässt. Dann sehe ich dich in den anderen Videos wieder. Dann können wir eine Community aufbauen. Apropos Community. In der Videobeschreibung finde ich auch einen Link von mir, von meiner internen Facebook-Gruppe. Da können nur Leute rein, wo sie sich für Immobilieninvestments wirklich sehr, sehr interessieren, wo sie es wirklich ernst meinen. Nur die nehme ich auch auf. Denn
Da werde ich alles, meinen ganzen Content auch reinbringen. Das ist eine Community, eine geschlossene. Da können wir diskutieren. Da werde ich ganzen neuen Content reinhauen. Also sprich, wenn da irgendwelche neuen Regelungen gibt, wie zum Beispiel Mietendeckel oder Kappungsgrenze oder all mögliche Dinge. Oder wenn irgendwelche neuen Gesetze reinkommen, da werde ich auch alles posten. Da werde ich Videos reinposten. Da werden wir super kommunizieren können. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist. Und wie gesagt, auch dieser Link befindet sich in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Und wenn du diese Formel weiterleiten willst, gerne das Video teilen in 3 einfachen Schritten aus 6 Wörtern. Von daher sehr, sehr einfach für dich gehalten, wie alle meine Videos. Authentisch, einfach und leicht umsetzbar. Alles klar, vielen Dank, dass du dabei warst noch einmal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Matthias Klawiner. Dankeschön, ciao.